Welcome back, ladies and gentlemen. Ich bin Sir Falco, ich bin wieder am Start mit einem weiteren Video. Wir befinden uns heute in Phasmo und ihr seht auch schon, wo wir uns befinden. Natürlich bin ich wieder auf der Suche nach Random Lobbies. Ich bin mal sehr gespannt, was ich finden werde. Ihr werdet es gleich sehen. Okay, ich bin... You wanna break my soul? Ich bin jetzt hier in der ersten Lobby. Wie alt bist du jetzt? Schauen wir mal. Ich wurde mal wieder gekickt. Das ist mein größtes Problem, dass ich gekickt werde, weil irgendjemand denkt, okay, Prestige 20, 140. Erstmal kicken. Ich muss weitersuchen. Naja, früher hattest du noch nur Stufe 1 Items und so. Wow, chill mal, Junge. Was war dir los? Oh Mann, Level 20. Ist schon. Ja, bisschen reingesuchtet. Aber ein bisschen, ne? Aber nur ein bisschen. Muss. Okay, ich habe jetzt eine Lobby gefunden, glaube ich. Papatronic und Master Sortex wirken schon mal sympathisch. Level Prestige 1, Prestige 2, also ein bisschen Erfahrung ist da. Aber schöner Hintergrund ist es auf jeden Fall. Das ist die 20er-Karte, ne? Genau, das ist die 20er-Karte. Das sieht geil aus, sieht geil aus. Scheiße, jetzt habe ich auch Bock. Das ist ja 20er-Karte. Aber bist du. Geht es nicht nur bis zu Level 100 oder kannst du über Level 100? Weil 144 nee, hat das Level 20er Prestige. Genau, Max Level ist 999, soweit ich weiß. Hallo. Wieso steht da 144 noch bei dir? Hinter? Hä? Und wieso steht da noch. Ach, ne. Das Max Level. Aber man kann halt ab Level 100 immer Prestigen und. Genau. Das hat er halt manchmal gemacht. Wir haben die zweimal schon gereicht, bin ich ehrlich. Ich hätte gar keine Lust, jedes Mal von null anzufangen und ja, also gar nichts du zu haben. Kannst ja, ja, du kannst, du levelst ja schon sehr okay, schnell. Okay, der jetzt redet, ist Papatronic. Ja. Ist schon sehr repetitiv, du gehst dann halt immer, das hatte ich auch eine Zeit lang gemacht, du gehst halt immer auf irgendeine Map oder so. Aber die Kollegen haben auf jeden Fall recht. Ladies and Gentlemen, wenn ihr auf Stufe 100 seid, noch nicht Prestige 20, macht Prestige, ne? Alles, was ihr... an Level macht ab dem Moment, also 101, 2, 3, was auch immer, aber ist das alles ist ja viel verschenkt. Cooler, wenn du für jeden Prestige irgendwie so 10% mehr XP kriegst als Belohnung. Ja, das wäre ganz geil oder allgemein irgendwas. Ja. Das Einzige, was man bekommt, sind Shopseiten, die du jetzt nicht unbedingt brauchst. Ja, diese Banner da, diese Badges. Ja, genau, und die. Okay, wir sind im Farmhaus. Ich freue mich riesig. Die Kollegen machen guten Eindruck. Gecko redet noch nicht, aber ist ja auch in Ordnung. Aber bis jetzt, denke ich, sind die meisten schon mal darüber froh, dass wir keinen Troller haben, keinen, der nervt oder sonstiges. Ich bin sehr froh darüber. Ich nehme jetzt einfach das, was übrig bleibt. Na, man sieht, die Kollegen haben mitgedacht. Sie haben alle Gegenstände mitgenommen. 7 Gegenstände gibt es an der Zahl und wir haben alles drin, außer die Box. Deswegen lasse ich mal das Salz hier. Wir haben zweimal eben F mit drin, aber das ist ja, mein Gott... ich weiß gerade gar nicht. Wir sind auf Profi unterwegs. Breaker ist oben. Wir müssen während der Jagd räuchern. Foto, Feuerlicht. Let's go. Aber nein. Die Kollegen wirken sympathisch, die wirken nett. Ich bin immer skeptisch bei einer Herrenlobby, sage ich jetzt einfach mal. Denn, ja, Kerle trollen sehr gerne in solchen Games. Sei es jetzt als Hacker, sei es einfach nur trollen, sprich singen, sonstiges. Deswegen bin ich sehr froh darüber, dass die einen guten Eindruck machen. Obwohl ich hier mit 3 Kerlen, so wie es aussieht, bin. Grüße gehen schon mal an der Stelle raus. Haben wir schon irgendwas? Nope. Ja, und sehe gar nichts. Okay. Gecko hat geredet. Hat jemand schon den verfluchten Gegenstand gefunden? Nee, bis jetzt noch nicht drauf geachtet, aber ich schau mal. Verfluchter Gegenstand ist die Box, also diese Spieluhr, Spieldose. Hier im Regal. Okay. Ja, aber wo ist denn der Geist? Bis jetzt haben wir noch gar nicht. Ich habe noch nichts gehört, noch nichts gesehen. Noch kein Freezing-Atem. Irgendwo hat was umgeschmissen anscheinend, okay. Leider nicht verstanden wo, aber das werden wir früher oder später sehen. Und tatsächlich noch keinen Gegenstand. Breaker ist immer noch an, das ist gut.
Also könnte Richtung Gin gehen, muss aber nicht. Auf jeden Fall schon mal interessant, kein Freezing-Atem. Noch nirgendwo. Ich bin gerade skeptisch. Also ist immer ganz interessant, wenn ich in Random Lobbys bin und dann einfach nur das mitnehme, was noch nicht genommen worden ist, habe ich, ja, spannende Gegenstände dabei. Oder den, der hat einen Tür um. Ist das? Ist er hier drin? Da hat jemand einen Herzinfarkt bekommen? Es müsste oben sein. Alles klärchen. Ja, ich kann es garantieren, dass es oben ist. Wunderbärchen. Hallo, ja, hier geht's ein bisschen an, Jungs. Okay, wir haben doch eine Lady dabei, denke ich mal. Ich würde mal kurz mit der Box reden. Ja, ja, warte, ich glaube. So, schauen wir doch einmal. Wie gesagt, sympathisch, nett, haben einen Plan von dem Game, zumindest ausreichend. Na, da, sie haben zumindest schon mal den Geist rumgefunden. Okay, ich hatte jetzt nichts in der Box gehabt. Gerne nochmal testen. So, schauen wir doch mal. Ich habe nur vor der Spieluhr Angst. Nicht, dass einer von denen jetzt gleich die Spieluhr in die Hand nimmt und verwendet, aber ich denke, da muss ich mir keine Gedanken machen. Und wenn doch, könnte es für die anderen lustig werden. Das hier könnte ein Event gewesen sein. Da bin ich mir jetzt gerade nicht sicher. Das ist auf jeden Fall viel zu hoch. Also 6er Ausschlag, na, kein EMF5. Könnte aber auch sein, dass hier sich zwei Aktionen befinden. Das, was hier runtergeht, ist das, was hier gestartet ist. Und jetzt ist es hier runtergegangen. Also das hier war ein Event. Passt auch zu der Aussage vom Kollegen, dass der Geist ihn nicht mag. Denn, ja. Er hat scheinbar wieder ein Event abbekommen. Ich bringe jetzt noch Salz mit rein, ich bringe jetzt noch die Videocam mit rein. Wir haben eine Cam bereits drinnen, aber ohne Stativ und das finde ich immer ein bisschen, ja, ein bisschen nervig, würde ich mal sagen. Du kannst ihn nicht bewegen, du hast nicht so ein schönes Bild. Deswegen habe ich immer ganz gerne ein Stativ dabei. Aber letzten Endes, solange man was sehen kann, reicht's eigentlich. Schon mal Temperatur, vielleicht ist es... So. Hier wird Salz platziert. Bis jetzt haben wir noch gar nichts, oder? Nee. Außer, dass er mich nicht mag. Oh, Fingerprints sein, oder? Ja, Fingerprints. Nice, ich gehe hier rein, das zweite Mal, und er kommt wieder ins mein Gesicht rein und sagt Hallo. Ja, ja gut, Banshee ist noch offen. Vielleicht mag er dich einfach nicht. Oder er mag dich sehr. Wahrscheinlich jagt er mich dann bei der Jagd. Okay, wir haben das Buch. Poltergeist, oh. Dämon. Ah, Fingerprints Buch, das ist ja dann beides. Ja, mein Ding. Ja, Myling Poltergeist. Nee, ich hab Profi eingestellt, grad. Oh, achso, also, wir kriegen noch eine dritte. Ja? Ja. Welcher Schwierigkeitsgrad gezockt wird, bleibt natürlich den Lobbys überlassen, ja. Ich kann natürlich auch meine Lobby aufmachen auf Albtraum oder sowas, aber es geht ja in erster Linie darum zu sehen, wie sich die Leute machen. Wie sich vor allem Leute außerhalb der Community ja, machen. Entweder noch EMF könnte es noch sein, Freezing oder Spillbox. Ich bin sehr gespannt. Also wie gesagt, bis jetzt bin ich sehr zufrieden. Und es freut mich, dass der Herr Kollege die Events abbekommt. Ich muss das nicht unbedingt haben. Es ist mal ganz angenehm, im Koop unterwegs zu sein, sodass die anderen ein bisschen penetriert werden. Ich gehe jetzt gemütlich raus. Schau mal, was wir noch machen können. Eine Mailing. Nehmen wir 5, sicher. Ich vertraue mal den Kollegen. Ja, wollen wir nochmal einen Handtrigger vielleicht? Ja, können wir machen. So, dann schauen wir mal. Der Kollege, der gerade eben geredet hat. Irgendwie habe ich ein Gefühl, als ob der auch ein Teil der Community ist. Ich weiß aber nicht. Ich glaub's nicht. Aber es klingt irgendwie so. Auch mit dem Stuhl. Können wir uns hier verstecken? Ich mich jetzt hier hinten versteckt. Also ich hätte mich jetzt einfach hinterm Stuhl versteckt. Ja, hätte ich auch gesagt. Ja. Wenn man den hat, muss man nutzen. Oh. Also, wo kann ich mich verstecken? Hier hinter dem Stuhl. Aber crouchen hinterm Stuhl. Und keine Flashlight anhaben, bitte. Sonst verrecken genau. Alles gut. Wollen wir das Foto während der Jagd machen oder einfach schauen, ob es übrig bleibt bis zum Ende? Ja, ich hab gesagt, ich weiß nicht. Haben wir überhaupt noch eins auf?
Ja, doch, 2 Fotos haben wir noch. Ist jemand ein guter Fotograf von uns? Eher weniger. Also wir können unser Bestes versuchen. Ja, aber ich lass mal die Hände davon. Ich hätte die Möglichkeit gehabt, aber ich hatte da meine Kette nicht in der Hand. War da gerade ein Event oder bin ich ganz doof? Ich hab nicht drauf geachtet. Ja, ich glaube auch. Was war da? Er stand gerade auf der Treppe, man hat ihn nur leicht flüstern gehört und die Silhouette. Ja, vielleicht wegen Meiling hat man da noch nicht gehört. Oh, wartet. Shit. Hilfe! Ah, das war Undergy. So, aber wir haben das Geisterfoto. Geisterfoto haben wir, ja. Ja, der Nackte. Alles klärchen, alle Abmarsch. Achso, ich dachte, das war. Wait, ich dachte, Undergy wieder. Ich bin gerade schwimmen. Es tut mir sehr leid für Gecko. Durch das Event Foto gemacht. Sehr gut. Daumen nach oben. Also wirklich Respekt. Ja, ja. Auf geht's. Das ist richtig unlucky. Tut mir wirklich leid für Gecko. Aber ja, hat sich für ein höheres Ziel geopfert an der Stelle. Und war ja ganz okay. Welcome back. There's some jobs ready for you. 1300 Flocken. Boah, ich habe das Salz geschaltet. Ja, ist schon ganz gut. Gecko ist auch direkt geliebt. Schade. Ich habe vergessen, den ganzen Typ einzutragen. Das ist Undergy. Oh nein, warum? Na gut, Jungs, ich wäre dann schon wieder raus. Danke für die Runde. Und ich drücke euch noch die Daumen. Ciao. So, Abmarsch. Es war eine schöne Runde, es hat Spaß gemacht, es war eine interessante Lobby. Ich gebe mir jetzt noch einen Versuch, da das Video gerade mal 15 Minuten ist, beziehungsweise gecuttet noch kürzer. Vielleicht finde ich ja noch eine random Lobby, schauen wir doch einmal. Ich habe jetzt vielleicht eine Lobby gefunden, und zwar von Chicken Lover 2000. Hallo. Hallöchen. Okay, das Mikro von Chicken Lover ist schon mal richtig schwierig. Richtig asozial, wir sind auf Alto unterwegs. Leonie hat geredet, Chicken Lover hat einfach einen größten Teil nur Störsounds gehabt. Aber schauen wir doch mal. Wir machen bereit und sie starten mit Edgefield auf Albtraum. Also hier jetzt nochmal eine entspannte Runde, ein bisschen anspruchsvoller würde ich mal sagen. Und ich bin mal gespannt, wie sich dieses Team schlägt. Gesprächig sind sie nicht, aber ich bin auch nicht gesprächig. Klar, jetzt in dem Video schon. Aber, ja, in der Runde mit Randoms bin ich nie so gesprächig. So, ich nehme UV-Lampe, Salz, was haben wir denn? Joseph, Kruzifix, Bewegung, Zeugen. Let's go. Und alles klar. Das ist gerade eine angenehme Lobby, würde ich mal sagen. Kommt drauf an, was sie für Wissen haben. Wir können ja nochmal schauen. Ja, Prestige 2, Prestige 2. Irgendwo gegen die Tür. Große Preisfrage, wo? Ja, ich habe irgendwo eine Tür gehört. Ja. Die war jetzt sehr nah dran. Ja, könnte vielleicht oben sein? Problem ist, ich habe nur die UV-Lampe dabei. Das ist ein bisschen kontraproduktiv. Schauen wir doch mal. Dann müsst ihr ja irgendwo Freezing-Atem kriegen. Wir haben draußen anständiges Wetter, was bedeutet, früher oder später kriegen wir Freezing-Atem. Der ist hier. Alles klärchen. Na, schon mal gut. Da wir keine mit der UV-Lampe nichts hatten, gehe ich mal stark von aus, dass wir entweder nur Barke haben oder keine Fingies. Bei meinem Glück keine Fingies, denn ich mag irgendwie Fingie-Geister, aber ich krieg sie selten. Okay. Und wie wir schon gesagt haben, keine Fingies. Wer braucht denn schon Fingies? Das ist ja auch, braucht man ja nicht. Aber, wobei man an der Stelle sagen muss, schöner Geist, er hat sich die Hände gewaschen. Und auch die Füße scheinbar.
Im Grunde haben wir alles drin. Also, eingespieltes Team. Aber gut, nicht ohne Grundprestige. Prestige 2, auch hier. Cam gut positioniert. Dort schwierig, aber um fair zu sein, ich hätte jetzt auch keinen Plan. Ich hätte jetzt auch keinen Plan, wie man hier die Dots platzieren soll. Na, ich hänge sie mal an die Decke, aber da ist auch teilweise blöd. Wie bitte? Ich glaube, das letzte war Buch. Okay. Oh, das ist eine entspannte Auswahl. Wir haben Shade, Mailing, Spirit. Damit kann ich gut leben, würde ich sagen. Da wir auf Alter unterwegs sind, können wir nicht nachschauen, wie viel Sanity wir haben. Aber... schauen wir doch mal. Beschwörungskreis haben wir, okay. Wir warten jetzt einfach mal hier drin und schauen mal, wie das Verhalten vom Geist ist. Ich will gar nicht, ich frage gar nicht nach, was mit dem Stuff gewollt ist. Okay, also man, was man gerade schon mal merkt, der Geist macht nicht viel. Der Geist ist inaktiv, der Geist ist ruhig, der Geist ist demotiviert. Könnte vielleicht Richtung Shade gehen. Kommt es natürlich drauf an. Wenn wir jetzt ein Event bekommen oder ein EMF5, sorry, nicht EMF5, sondern EMF3, würde ich sagen, dann ist natürlich der Shade raus. Beim Event ist es tricky, denn wir haben jetzt auch schon ein bisschen Sanity verloren. Wir sind im Koop unterwegs, was bedeutet doppelter Sanity Drain, als ich das gewöhnt bin als Solo-Spieler. Ich habe kein Wort verstanden. Ich mach mal das EMF an. Einfach in der Hoffnung, dass wir vielleicht hier irgendwie einen Ausschlag hören und einen Dreier haben. Das Problem ist, wenn wir jetzt hier einen Dreier haben sollten, ne, der Geist kann auch hier sein. Das ist gerade das Problem. Er könnte auch hier sein und dann hier drin was machen. Kontraproduktiv. Deswegen ist der Trick immer ein bisschen schwierig, würde ich mal sagen. Ich werde nach oben laufen, wenn er jagt, aber bis jetzt... Es ist harmlos. Jetzt ist es harmlos. Jetzt ist es ein Shade. Packe ich einfach mal. Wir können während der Jagd nochmal auf Meling hoffen, aber Meling ist in Edgewood sowieso schwer zu erkennen. Deswegen Shade eingetragen. Und schauen wir mal, was das Team macht. Kruzifix. Ah, gut. Also bis jetzt passiert da drin nicht viel. Könnte vielleicht ein Shade werden. Ja. Schöne Antwort, das klang irgendwie ein bisschen zustimmend. Das nehme ich mal so an. Gehen wir mal rein und schauen mal, was der Herr Kollege denkt. Was denkst du, was wir haben? Auf jeden Fall kein Gespenst und kein Tor. Aber hey, wir haben doch eben F5 und Buch. Ja, aber Go hat so noch zum Dots. Ja, aber dann... Wir können nur Spirit, Shade und Mailing Auswahl haben. Ja. Ja. Aber? Oh, ich hab Buch nicht rein, dann sag ich. Theoretisch hat er recht. Aber nein, ich finde, es ist irgendwie ein Shade. Aber wie gesagt, das können wir jetzt gleich dann nochmal schauen. Das Problem am Spirit ist, er kann jeden Geist imitieren, nur keine Spezialfähigkeiten. Sprich, Verhalten. Also. Kann auch schüchtern sein. Mal den aktiv, was du da drin standest. Okay. Also ich fühle da irgendwie einen Shade. Weiß auch nicht. Für My Link zu wenig Events. Für ein gut Spirit das Ausschussverfahren. Ja, das was übrig bleibt. Ist halt dann Spirit. Shade ist... Luzifix brauchen wir auch noch. Zeugen. Also es würde auch passen. Au. Entweder hat den Geistraum verlassen oder hat den Geistraum verlagert, sprich gewechselt. Naja, der ist immer. Okay, er ist geroamt. Ich bin gerade echt am Überlegen. 12 Meter. 12 Meter ist nicht viel. Also, na, diese Line, die du brauchst für einen My Link-Test. Viel Spaß. Keine 12 Meter zur Verfügung hast.
Das hier könnte fast noch passen. Außer er spawnt hier im Flur, dann haben wir ein Problem. Für mich heißt jetzt warten und dann schauen wir doch einmal. Es kommt. Die Kollegin ist in den Schrank gegangen. Kontraproduktiv, aber er geht uns hinterher. Er hat Line of Sight. Er hat die erhöhte Geschwindigkeit Line of Sight und hat mir kurz den Kopf im Schrank. Und da wäre ich hin. Ich bin gerade skeptisch. Im ersten Moment dachte ich, Heiligen, aber nichts gehört hat. Deswegen bin ich gerade sehr skeptisch. Hab ich nicht gehört. Ach, mal liegt da was, glaube ich, nicht mehr. Ich weiß es nicht. Ich habe ihn erst gehört, als er um die Ecke gekommen ist, aber er hat ja irgendwo eine Garage angefangen, da hat man nichts gehört. Deswegen bin ich gerade sehr skeptisch, aber vorher vom Verhalten war es ein Shade. Ich bin so nochmal drauf. Das ist motiviert. Wie gesagt, ich bin sehr skeptisch. Man hat ihn. Also er ist jetzt aktiv im Wohnzimmer, das hat er auch. Aktiv im Wohnzimmer. Ja gut, Roaming oder aktives Verhalten ist normal beim Shade, wenn keiner drin ist. Ne? Er ist schüchtern, wenn jemand in der Nähe ist. Fühl ich komplett, wenn jemand in meiner Nähe ist, bin ich auch schüchtern. Aber ja, also im Grunde bin ich auch ein Shade. Aber nein, aktiv, wenn keiner in der Nähe ist. Schüchterner, also sprich passiver, wenn jemand in der Nähe ist. Es jagt. Ich bin mal sehr gespannt, ob wir ihn hier gleich auf der Cam haben. Ja, yep, wir haben ihn hier auf der Cam. Er ist also wieder in der Garage gespawnt, also hier. Im Geräuchert, Wunderbärchen, Abmarsch nach oben. Ich finde es sehr cool, hier so drüber zu schauen. Sehr schön, und sie haben eingelocht, Wunderbärchen, so muss das sein. Was war beide bei vorhin lag, dass der erste Schrank offen war. Hätte auch nach hinten losgehen können, wenn er nicht offen gewesen wäre. Dann wären wir im zweiten Spind gelaufen, so nah wie der am Arsch war. Hätte eng werden können. Okay, Red ist schon mal unterwegs. Blue muss noch überlegen. Hat vielleicht eingetragen. Also ich würde eher Shade sagen. Alles klar, dann gehen wir mit Shade. Let's go. Schauen wir nochmal rein. Könnte sein, dass es ein Shade ist, könnte aber auch sein, dass es eine Meiling ist. Bei mir 90% Shade, 10% Meiling, einfach nur, weil ich diese ersten Meter nicht gehört habe. Aber das Verhalten vorher... Wunderbärchen, nice one. Sehr schön. Das lief. Das war eine schöne Runde. Und ja. Nice one, war eine gute Runde. No. Aber ich bin dann auch schon wieder raus. Ich bedanke mich für die Runde und euch noch ganz viel Spaß. Ich habe mal eine kurze Frage. Ja? Ich weiß, du bist nicht bekannt, aber ich hab einmal, wenn du das wirklich bist, bist du derjenige, der YouTuber, ja, Psycho D oder nicht? Genau, der bin ich. Ich hab dich nicht, ich hab einmal ein Video geguckt, wie man Dreff und so einer. Ich hab gesagt, ich bekomme mir schon bekannt vor. Okay. War nett, dich kennenzulernen. Danke gleichfalls. Kurze Frage. Okay. Wird's euch stören, wenn die Runde auf YouTube erscheint? Nee. Nee. Alles gleich, dann könnt ihr euch heute Abend drüber freuen. Ja, klar. Ja, bis dann. Ich bedanke mich. Ciao, ciao. Ciao. Ich weiß gar nicht, warum ich so gemacht habe. Aber freut mich. Das war jetzt, glaube ich, schon die zweite Person, die mich erkannt hat. Finde ich sehr, sehr cool. Aber sie haben kein Problem damit, wenn es hochgeladen wird. Darüber freue ich mich sehr. Grüße gehen natürlich raus. Wie gesagt, die Qualität von dem Herrn Kollegen könnte besser sein, also vom Mikro. Aber schön eingespieltes Team. Gut überlegt. Man kann nicht meckern. Ich bin heute sehr zufrieden. Ich glaube, ich hatte 2-3 Runden, wo ich direkt gekickt worden bin. Und sonst hatte ich 2 gute Runden. Ne? Heute keine Trolls, heute keine Flamer. Ich bin sehr zufrieden. Ich hoffe, ihr seid auch zufrieden. Ladies and Gentlemen, danke mich fürs Zuschauen. Haut rein, bis dann. Ciao, ciao.